Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Elite-Monster geplättet und jetzt machen wir in dieser Folge weiter. Ja, zwei könnten wir noch potenziell, glaube ich, fertig machen. Ich bin schon mal zur Tartalien-Kluft gegangen mit diesem Team hier, ja. Und ja, und suchen wir jetzt mal dieses Elite-Monster und machen dem auch den Chaos. Guter Plan, ja, finde ich auch okay. Weiß jetzt nicht mehr, was für ein Viech das war, aber muss er irgendwo hier sein. Haben wir ihn überhaupt schon mal ganz erkundet hier? Jo, ach, das ist wahrscheinlich wieder ganz hinten. Ich hätte mich vielleicht erstmal hier hinarbeiten sollen und dann den Part anfangen sollen, aber ich habe irgendwie nicht mehr dran gedacht. Da schnell gehen, ne? So. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Karte tut mir jetzt auch nicht gerade einen Gefallen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse, ne? Werde ich ja sehen, YOLO. Oh, Art verbessert und Fertigkeit erlernen. Sehr schön. Schadenskontrolle. Schadenskontrolle hat irgendwas mit dieser Abwehr hier zu tun, ne? Okay, cool. Ich sowieso nicht ausrüsten. Okay, cool. Aber nee, lass mal erstmal. Ich komme mit der Karte so nicht klar, wenn das sich alles überlappt. Ich nehme an, hier bin ich richtig irgendwo. Gehen wir einfach immer tiefer rein, dann sind wir schon richtig. Je tiefer und gefährlicher ist, desto richtiger ist man. Rollenspiellogik. So gelacht. So, habe ich überhaupt noch das Rezept? Ich habe das Rezept noch an. Okay. Also hat vom letzten Part hat uns irgendwie alles hier 25% erhöht. Also ja, wir sind schon noch gut gewappnet. Ich wollte schon sagen, da geht's nach oben, aber da steht Tiefen, also muss hier richtig sein. Und da hinten ist es wahrscheinlich schon. So ein winziges Viech. Egal. Unser Weihnachtstrupp haut den schon kaputt. Oder die kann ja auch sein. Ja, das hier und das hier. So, du winziges Viech sollst ein Elite-Monster sein. Okay, warte, ich komme gleich. Bin so gierig wieder. Na, verbessert sehr schön. Dann komm mal her, na? Glückstänzer. Irgendwie traue ich dem Rat nicht. Ein rosafarbener Smaragd. Hey, den braucht man doch für irgendwas. Ich hätte schon jetzt Orange schon eingesetzt. Komm mal, Hermida. Was? Also, wollte schon sagen. Irgend so ein kleines Viech ist das. Alter, jetzt wehrt das Viech ohne Ende ab, ne? Und ich habe nicht Dingens dabei. Elven. Das ist sowas von typisch. Oh. Okay, irgendjemand zieht hier nicht viel ab. Ich glaube, du bist das, Mila. Was? Du hast doch eine neutrale. Ach hier, mächtige Handschuhe, ja, die sind mächtig. Ah, sehr gut. Zack. Was? So, jetzt kriegst du aufs Maul. Wie episch das aussieht, ey. Mit den Klamotten. Lutka sieht so Boss aus, irgendwie. Bist du anfällig? Nö, bist du nicht. Au. Wat? So, ihr macht mal hier. Was, bist du anfällig? Nicht anfällig gegen Wasser. Sag doch gleich.
Was zum Teufel ist das denn? Ja, ich wusste es. Du hast irgendwie eine Schwäche geändert. Und zack. Okay, irgendwie. Aber sehr gut. Da brauche ich doch jetzt nicht mein Dingens. Das greift an wie blöd. Sehr gut, aua. Und zack. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nein, ich hab doch Kreis gedrückt. Egal. Mein Gott, da bin ich schon leicht tot. Ja, jetzt ist es schon tot. Okay. Sehr schön. Ha, gut. Finde ich gut, dass das so geklappt hat. Elite Metzler. Ah ja, ich metzel gerne. So, meine Katze ist zurückgekehrt. Das ist das Highlight. Pfötchen, ha. Wo fehlen uns denn noch welche? Hier fehlen uns noch welche. Also Katzen. So, haben wir auch geschafft. Bams. Und das ging sogar sehr, sehr schnell. Nochmal schneller, nächste Viech. Was? Ich habe nichts gemacht. We sure brought down a lot of these elite monsters. Yeah, the first time I laid eyes on one, I thought we were doomed. But somehow we did it. I for one don't like them one bit. They're so big and disgusting. They're elite. Gross. You know, if you were that size, you'd be pretty gross too. How did this become about me? That isn't true at all. It is true. It's elite true. Oh yeah? Well, you're an elite jerk. This is flying out of control fast, Luger. Like way out of control. Time to step in? Es reicht halt. Was ist mit Teamarbeit, die wir durch diese Elite-Monster überhaupt erst geschlagen konnten? Luse sagt deinen Kameraden nicht, sie wären fies. Ja, komm hier. Ich hebe mich nicht auf. Did you guys hear what Luger just said? The teamwork was hardly necessary. Elite monsters are on the level of something you'd hunt alone as a training exercise. Yes, well, ach, geil. You're special, so stay out of this. I will not. I have more to say. Tipo, if you were the size of a house, you would be all the more adorable. What? A Tipo house? I've never thought of that before. Oh, wow. A soft, squishy house like that? That's so cute. I would totally live there. Elise, Tipo, I was mistaken. I'm so sorry. I accept your apology. Matter decisively resolved. Es gut. That Gaius, did he intend this outcome all along? Es gut. Zu gut. Okay, das sieht doch schön aus hier. Roan, mein alter Freund. Komm du auch mal, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Und... weiß ich nicht. Elvin, mein Gott, warum hat Elvin denn immer so viel? Wieder kann auch wieder drin bleiben. Bams. So. Roan, du bist doch hier der weihnachtsmannlichste Typ. So, noch ein Viech und ein paar Kleinsachen und dann haben wir auch hier geschafft. Mit den Punkten her. Barnauer Höhenstraße. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich würde den ja versuchen, aber der macht mich, glaube ich, platt, ne? Warte mal, ich habe den doch irgendwo schon in der Feinddatenbank aus irgendeinem Grund. Wo ist das Viech? Exoplasma ist Level 53, hat 6000 Angriffspunkte. Er hat 4400. Warum hat das Viech 4400 und ist Level 45? Ja, dann sind die Level 50. Okay, das Viech, der hat 4100. Oh Mann. Wie viel hat der? Upsala, HP. Zu viel, okay. Dann suchen wir mal die Banauer Höhenstraße, würde ich sagen. Wo auch immer die ist. Und wenn wir schon da sind, machen wir das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Weil ja. Wir können es machen. Tatalian Kluft, Arklund.
Wo hier ist Banauer in Straße? Okay. Rakete, was? Raketes Halsband oder Raktes Halsband, was weiß ich. Spiderwebs are so gross and sticky and clingy. Indeed. But we... Was? Wir können auch anhänglich sein. So, ich habe schon hier Fragezeichen irgendwo gehabt. Hier. Das heißt, hier müssen wir irgendwie hinkommen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollten. Warte mal. Rot. Vom Fort Gandala aus. Können wir mal versuchen? Zur Banauer Höhenstraße? Weiß ich nicht. Erstmal speichern, wir haben viel erreicht. Ein Monster erledigt. Das irgendwie so groß war wie wir. Da kann ich jetzt da durch und zur Banauer Höhenstraße gehen, oder muss ich irgendwie ein Schiff nach Fenmont nehmen oder was weiß ich? Ja, komm. Jetzt bin ich schon in einem Weg dahin gerannt. Da kann ich jetzt einfach da durch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt das Ding erkunden. Okay, dann muss ich irgendwie nach Fenmont gelangen. Wir können da wahrscheinlich irgendwie eine Fähre nehmen oder so, ne? Nur von wo? Ja, da ist Fenmont, nehme ich an. Ich baue ein Dingens hier einen Hafen, den wir nach Fenmont kennen. Das war ja die Stadt im ersten Teil, wo wir immer wieder hin wollten. Hallo? Hallos? Nein. So, Fenmont Seehafen. Erstmal wieder Fauli hinsetzen. Oh, sehr schön. Nur wir haben Jude nicht dabei. Egal. Können wir uns mal hier am Hafen irgendwann mal angucken. Erstmal will ich hier Dingens kaputt kloppen. Wo ist hier irgendwo eine Katze? Ja, ne? Irgendwie mehr Priorität gerade. Zum Beispiel hier drinne. Ich weiß, vielleicht finden wir ja irgendwas Geiles. Fenmont. Zum Beispiel hier drinne. Obwohl, Nebenquests kann man jetzt nur noch per Dingens auslösen, ne? Per Anschlagtafel. Deswegen. Ich dachte, da wäre eine Katze. Mann. Da muss hier die Katze sein. Irgendwas anderes Geiles. Bobo. Was? Ach, bist du die Taube von Agria, oder was? War nicht ein anderer Vogel? Ach, du bist ja hier so eine Kollege. Nee. Ja, den kenne ich, den Jude. Okay. Nix hier. Da. Nee, schon wieder reingefallen. Die sehen aus wie Katzen vom Weiten. Alles sieht aus wie eine Katze vom Weiten. Nee. Dann. Arklan zum Banauer Höhenstraße da. Geh mal schnell ein. Wir bekommen ja genug Geld dann. Oh mein Gott, wie viel Geld haben wir? Ich nehme mal einen Shop. Da ist einer. Da. Stimmt, so sah das aus. Ja, das war so nervtötend, als ich hier Agria suchen musste im ersten Teil, obwohl die vielleicht versteckt war. Kotzt mich immer noch an. Eigentlich nicht. So, dann. Was? Release, okay. Holen wir uns mal so aktuelle Ausrüstung, glaube ich. Also habt ihr schon, noch alles aktuell, okay. Auch Waffen? Nee, Insektenschlund. Nimm mal den. Mein Gott, wie viel? Schwerer Anker, ja. Und da geht unser Geld wieder hin. Eine Biene.
total so Nuki, was weiß ich. So. Und da geht unser Geld schon wieder hin. Ah. Ich muss aktuell bleiben, hallo. Ihr Banauer in Straße rechts. Rechts. Da ist die Straße, mit der wir nach Fenmont gelangt sind. Nach Fenmont gelangt sind, meine ich. Ich habe keine Dinge, fällt mir gerade ein. 80% mehr Erfahrungspunkte. Da kommen wir, schaffen das schon mit so ein Erfahrungsdingen, ne? Obwohl nur ein Kampf. Aber das, die Monster kann ich ja alle offscreen, glaube ich, erledigen. Jetzt weiß ich ja, wo die Ebene ist. Das ist ja nicht schlimm. Nur erst einfach irgendwie in ein neues Gebiet reinzugehen, ohne das vorher zu zeigen, wäre ein bisschen blöd gewesen. Deswegen haben wir das Gebiet gesehen. Jetzt kann ich offscreen selber gucken. Juwelierhelm habe ich, glaube ich, schon genug. Und da ist eine Katze. Bist du Rakete? Lucy, sehr gut. Da ist Rakete, ist immer noch irgendwo hier. Gemüsesticks, jawohl. Sehr schön. Oh, da ist noch ein Loch. Noch ein Loch. Mach mich tot. Mit nichts. Mitnichten. Ne, mit Neffen. Oh Gott. Ja, ne? Sehr schön. Wenn hat irgendwann jemand zu mir mal sagt, mitnichten. Nein, mit Neffen. Oh Gott. So blöd, egal. So, ich suche das eine Vieh. Ich habe das gesehen. Groß, bedrohlich. Sagt wahrscheinlich die ganze Zeit, Elite! Nicht okay. Ich habe das Gefühl, ich werde es sofort erkennen, wenn ich sehe. Ich meine, es ist noch nicht so vorgekommen, als ich hier irgendwie an so ein Vieh vorbeigelaufen bin und mir gesagt habe, nee, das ist es vielleicht nicht. So. Katze? Tom, jawohl. Warte mal, der Tom? haben wir noch irgendwo einen Ort, wo eine Katze fehlt? Hier haben wir noch viele. Hier haben wir noch allgemein viel. Zum Glück haben wir heute Donnerstag. Wow, da ist schon was Riesiges. Das muss es sein. Ja, das sieht schon ein bisschen auffällig aus. Art erlernt, Art verbessert, Fertigkeit erlernt. So, und ich tue mal was Riskantes machen. Und zwar mache ich 30% mehr Elementerz hier rein. Bei 44, da müssten wir irgendwie mit 50 oder so bekommen, glaube ich. Dann bei einigen, die so Dreier-Dinge ausgerüstet haben, bringt das schon was. Also du hast natürlich so ein Mist hier ausgerüstet und mein Gott, du kannst nur Dinger verbessern. Bist denn du für einer? Ja, Elise kann, glaube ich, auch nur noch verbessern. So, ich heb noch das auf und dann schnapp ich mir dich. Komm her. Aus wie dieses Weihwindviech. Krudes Auge. Beute unbekannt. Also bekommen was Neues. So, du bist anfällig, nicht anfällig gegen Schwert. Also ich muss mit Knüppel erkämpfen. Ja, das könnte nützlich. Ah! Das könnte ja lustig werden. Sanctuary, ja. Wow, was? Wie viel haben wir schon abgezogen? Mein Gott, da ist jetzt gegen alles anfällig, sehr gut. Oh, der Hammer bringt's voll. Na komm mal her. Das Vieh ist ja sowas von schnell kaputt. So, komm mal her. Oh fuck.
Einfach irgendwas reinballern. Oder noch das hier. Sehr schön. Wir zerstören das Viech voll. Ja, das ist schon gleich tot. Und gleich neuen Dings hier ausrüsten, aktivieren. Das Viech ist down. Down, down, down. Na gut, dass ich halt Elementerzdingen ausgerüstet habe. Ich glaube, wir können gleich auch mal einen versuchen. Au! Ich immer wieder belebt, ja. Und zapp! Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Bams. Na, komm mal her, na? Und jetzt stirbst du. Das ist der Moment, in dem du stirbst. Putsch. Oh, sehr schön. So muss das. Putsch. Ja, wir haben schon was Gutes bekommen, ja, elementerzmäßig. Und nur sie hat was gelernt. Was? So, Söldnerlegende. Warum? Hat Elvin wieder Zeugs gelernt? Wahrscheinlich alle, oder auch nicht. Weiß ich nicht. Elvin, Aufladung plus 3, ja. So, dann sind wir ja auch fertig. Liedmonster-mäßig. Sehr schön. Jetzt könnten wir nur noch die Katze finden, dann wäre alles perfekt. Und euch mache ich alle offscreen fertig. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Schluck. Weil es jetzt auch blöd, die hier fertig zu machen. In diesem Part. So, ich muss mir angewöhnen, nicht alles sofort wegzurücken, wollte ich sagen. Halt. Okay, dann eben nicht. Jetzt habe ich Angst. Jetzt gehe ich da nicht hin. Hallo. Der ist bedrohlich auf mich zugegangen. Eine Art erlernt. Ich muss mir angewöhnen, weiter von meinem Mikro wegzugehen. Nein, natürlich nicht. Gott, alles uns. Regel Nummer 1 im Rollenspielen. Schatztruhen müssen geöffnet werden, wenn sie erblickt wurden. Sie gehören nie jemandem. Nie. Also vielleicht in so BioWare-Spielen, wo so Diebstähle vielleicht irgendwie Konsequenzen haben, aber sonst nie. So, da ist irgendwas. Gehen wir da hin. Hi, na? Ich möchte noch die Katze finden, wenn es geht. Ich verlange nicht viel, aber gib mir die Katze. Sofort. Du. How could you? Diesen Hammer, der ist riesig. Na, Ron. Achso, du bist gar nicht verbunden. Warum nicht? Ach, bei dem muss ich auch Pistolen ausrüsten. Warum muss ich das bei jedem Magier machen? Ja. Sind wir mal ein bisschen großzügig hier, was die TP angehen. Okay. Setzen wir Magie ein. Er kann es wagen. Sehr schön. Get out of my way already. An old dog can learn new tricks. Charismatische Haltung, sehr schön. Oh, und ich habe noch einen Auftrag erledigt. Okay. Wo ich so nur noch 15 Gegner erledigen musste, nehme ich an. Sehr schön. Warte. Guck ich mal einen Moment weg, da kommt irgendwie was auf mich zugerannt. So wie hier zum Beispiel. Verdammtes Viech, du. Kommt mal her. Dun, 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 dun. Hurra! Total Zerstörung. So bist du angefressen.
gut, dass man ihn spammen kann. Die kommen nämlich sofort auf einen los. Und ja, da kann man immer wieder machen. Genauso. Ich habe gesagt, genauso. 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 Mit der Ausrüstung, die er da anhat, sieht dann alles noch bekloppter aus. Ich kann das nicht ernst nehmen. Schade, dass es keine Silvester-Klamotten gibt. Ist ja auch bald. Aber wer hätte das gedacht? Silvester ist kurz nach Weihnachten. Ich weiß, ich erzähle euch wieder hier so Sachen. Und den jetzt sagt, nein! So. Wer, ich habe nicht genug Geld hier nach diesem Part, um meine Schulden zurückzuzahlen, noch irgendwas einzukassieren. Von Nova. Nova? Warte mal, lass mich mal dahin gehen, damit ich mich dahin teleportieren kann. Nach Fort Gandala, ne? Jo. Ist hier noch was? Kann man hier ins Vor reingehen? Ne. What an effective idea. Leave it to the privilege, laut der Karte nicht. Find a way to make their lives even easier. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ja, ne, hier könnte ja auch eine Katze sein irgendwo. Wo Katze, habe ich schon nachgeguckt, ne? Okay, ja. Ja, da müssen wir sowieso noch warten, bis wir die zurückkriegen. Würde ich sagen. Ja, mit den Katzen fangen, das wird auch gut. Ja, schon wieder so ein halber 100% Run hier. Also 50%. Mal musste der jetzt sein. Danke, wow, 30. Gucken wir uns am Ende des Parts mal an, was wir alles bekommen haben. Ein schwarzes Ei, das haben wir noch nicht. Da können wir ruhig mehr bekommen. Irgendwo war ein Loch noch, habe ich gesehen. Wo war ein Loch noch? So. Warte mal, war nicht oben das Loch? Ja, ne, wieso bin ich runtergesprungen? Oben war dort ein Loch. Da ist noch ein Loch. Loch. So, Rakete? Nein. 6300 Gold, ja, ist auch nicht schlecht. Damit wir sicherstellen können, dass wir die Schulden zurückbezahlen können. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch keine blaue Sephira hier in diesem Spiel bekommen. Dabei ist halt irgendwie genau das. Ja, okay, macht ja auch Sinn, aber das ist hier dieser Gegenstand, der einen das doppelte Gold nach einem Kampf gibt. Also so ein Ding könnten wir verflucht dringend gebrauchen. Natürlich haben wir noch nicht bekommen, ist ja klar, dann wäre ja viel zu einfach hier, aber trotzdem. Der riesen Fischflosse. So, ich habe Rakete immer noch nicht gefunden. Was soll das eigentlich? Okay, gehen wir mal. Nach. So, was ist denn hier noch für eine Stadt, die mir empfehlen ist? Ach, der Hafen nehme ich mal an. Nee, Quatsch, geht doch gar nicht. Wir sind doch von da aus eingekommen. Der müsste doch da sein. Ich habe keine Ahnung. So, krudes Auge. Und hier. Kann man abgeben. Wir haben immer noch nicht genug Punkte. Leck mich. Haben schon irgendwas. Nein. Leck mich. Ah, okay, warte mal, bekommen. Und eine Katze ist auch zurückgekehrt, sehr gut. Lega Tequila. Ivan, okay. Ivan. Der nicht so. Ich will die eine, wir sind auch noch. Weiß ja nicht, was ich in der nächsten Folge mache. Wollte ich jetzt hin. Ach so, nach Trigraph, mein Gott. Wohne ich nochmal, ja, Trigraph hier, diese eine Wohnung. Freundschaftstrank. Moskito, ja super.
So, wer will denn noch mein Freund sein? Aua. Am wenigsten haben wir noch Muse und Gaius. Muse, komm mal her. Ja. Also gefällt dir doch bestimmt was. Wieso wenig? So, jetzt mal wieder blank. Was machen wir in der nächsten Folge? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir wieder so Charakter-Stories machen. Mal sehen. Lass mich mal irgendwo hier. Wo ist denn hier Dingens? Lass mich mal irgendwo hier abschnarchen. Schon mal eine Katze hier losschicken. Ja, du mich auch. Voll hoch motiviert. Warte mal, heißt er den Drellen ist noch irgendwo eine Katze versteckt? Die erste Position ist ja meistens immer eine Katze. Die will ich noch finden. Ich muss irgendwo eine Katze sein. Vielleicht auf dem Grill. Also es kommt, konzentriere ich. Irgendwo hier muss eine Katze sein. Hier ist eine Katze. Enya. Tengu-Maske. Okay. Warte mal, sollte ich nicht auch irgendwie für eine Mission abgeben? Tengu-Maske hier. Laukas hat mein Handwerkzeug geklaut. So kann ich nicht arbeiten. Sie lief nach Drellin. Was? Achso, upsala. Achso, ich muss eben Dingens hier abgeben, okay. Dann weiß ich, was ich noch nächste Folge machen kann. So, da will ich aber jetzt erstmal sagen, ich beende hier diesen Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!